Hey. Hey. Kannst du deiner Tochter vielleicht mal sagen, dass sie ihre verdammten Schuhe nicht einfach auf den Boden schmeißen soll? Ich stehe hier. Du kannst es mir selber sagen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Also ich... Ich habe keine richtigen Freunde. Du warst schon immer Einzelgängerin, so wie ich. Ich bin keine Einzelgängerin. Aber wenn ich nicht auf Partys darf, dann kann ich auch niemanden kennenlernen. Du solltest deine Zeit anders nutzen. Geh doch mal in die Kirche, suche die Nähe zu Gott. Gott kann mir in der Schule auch nicht helfen. Du bist einfach nicht für das Abitur gemacht. Natürlich werde ich Abi machen. Ich werde bestimmt keine beschissene Hausfrau. Jetzt guck, wie sie mit dir redet! Wenn du dir nicht bald beibringst, wie man sich als gute Tochter zu verhalten hat, dann mache ich das. Wir sollten längst schon auf dem Weg sein. Beeil dich bitte. Ich kann nicht. Ich muss lernen. Ich schreibe morgen die Prüfung. Du beeilst dich jetzt. Du wirst sehen, was gleich passiert. Zbieraj się, bo zobaczysz, co będzie. Okay, no już. Du hast doch gehört, was deine Mutter gesagt hat. Und was willst du jetzt machen? Was ich jetzt mache?
machen werde. Willst du mich schlagen? Na los, dann schlag mich doch. Sie will, dass ich nach Hause komme. Das wirst du nicht. Da bist du nicht mehr sicher. Was soll ich denn jetzt machen? An, wenn du im Frauenhaus angekommen bist? Versprochen. Okay. Danke.